Wir feiern unseren Himmelfahrtsgottesdienst hier an der Ecke Langenstraße, Großholzer Weg, Heidenheimer Weg, im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Kirchenfamilie, was sind es doch immer noch für ungewöhnliche Zeiten. Aber schön, dass wir uns alle schon so eingespielt haben, trotz dieser besonderen Zeit. Wir sind immer noch in einem gewissen Ausnahmezustand, dass wir doch uns hier treffen an verschiedenen Stationen im Ort und heute diesen Tag feiern. Und es freut mich, dass hier auch noch Väter, junge Väter dabei sind. Denn normalerweise wissen wir doch eigentlich, dass der Christi-Himmelfahrtstag, das ist der Vatertag. Da machen sich die jungen Männer mit einem Wagen und auf eine Wandertour und lassen den Tag so ein bisschen feuchtfröhlich ausklingen. Aber warum feiern wir denn überhaupt Christi Himmelfahrt? Wissen Sie es noch, warum das ausgerechnet heute ist? Vor 40 Tagen haben wir Ostern gefeiert. Vor 40 Tagen ist Jesus auferstanden. Und genau 40 Tage lang, bis zu diesem Tag, hat er sich jeden Tag seinen Jüngern und anderen Menschen gezeigt, in irgendeiner Form. Und dann, genau 40 Tage nach Ostern, hat er sich in den Machtbereich Gottes ganz gegeben, er hat sich verabschiedet. Er ist, so wie wir es im Glaubensbekenntnis sagen, aufgefahren in den Himmel. Und das ist unser Feiertag Christi Himmelfahrt, den wir heute begehen. Und was das für uns auch heute noch so ein bisschen bedeutet, das wollen wir in dieser kleinen Andacht heute hier erfahren. Und ich freue mich, dass die Susanne im Churchmobil, wie man so auf Neudeutsch sagt, im Kirchenbus, hier heute mit mir diesen Andacht gestaltet und dass die Jugendlichen auch geholfen haben, was für die Kinder, dass die heute mitnehmen dürfen, noch mit zu basteln. Ich wünsche uns eine schöne Zeit, die Sonne scheint und wir haben Lieder ausgesucht, die Sie zumindest in der ersten Strophe alle auswendig können. Geh aus, mein Herz, und suche Freude, das probieren wir mal in der Luft, da dürfen wir ja singen. Müsst jetzt nichts gegen, wer sich nicht traut, Sie sind alle selbstverantwortlich, was Sie nicht mögen, das machen Sie einfach nicht. Machen wir es so. 503. Und füreinander beten. Allmächtiger, ewiger Gott, wir danken dir, dass du Christus zu dir in den Himmel genommen hast. Wir danken dir, dass er seinen Jüngern und uns so viel Kraft und Liebe und vor allem auch deinen Segen geschenkt hast, dass wir die Zuversicht, die Kraft und die Liebe haben durch dich, die wir täglich brauchen. Lass uns das immer wieder neu erfahren. Das bitten wir dich in Jesu Christi Namen, der mit uns immer an der Seite ist, erst wie ein Freund und unser Herr, jetzt und alle Zeit. Amen. Ich habe als Lesung für den heutigen Himmelfahrtstag ist das Wort aus der Apostelgeschichte vorgegeben, Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 11. Einmal, als Jesus mit den Aposteln zusammensaß, schärft er ihnen ein, verlasst Jerusalem nicht. Wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, stellst du dann das Reich für Israel wieder her? Und Jesus antwortete ihnen, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt,
werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel, während er verschwand. Und siehe doch, da standen zwei weißgekleidete Männer bei ihnen, die sagten: Ihr Männer aus Galiläa, was schaut ihr da und zum Himmel? Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen und er wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie er vor euren Augen zum Himmel weggegangen ist. Gott, der Herr, segne dieses Wort an uns und wir antworten mit unserem Loblied: Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Das können wir auswendig. Liebe Kirchenfamilie, ich habe Ihnen so eine Tüte gebracht. Bitte nicht auf die Werbung achten, es geht einfach um die Tüte. Wenn die hier so hängt, ist die ja nichts Besonderes, ne? Damit sie fliegt, damit es eine Windtüte ist, da muss ich ja fast mit ihr laufen, ne? Damit sie fliegt, damit da Luft reinkommt und sie einfach den Spaß hat, den man dann mit so einer Windtüte haben kann. Wenn ich nichts mache, passiert nichts. Und das ist doch das, was unsere Jünger so an Christi Himmelfahrt fast miterleben können. Stellen Sie sich bitte einfach nochmal vor, man müsste fast den Lukas-Text aus dem Evangelium noch dazu lesen. Die Jünger haben Jesus nach seiner Auferstehung, nach Tod und Auferstehung 40 Tage noch gesehen. Er war gar nicht weg für sie, sie haben ihn noch gefunden, als ob er da ist. Und Jesus hat dann sie nochmal nach Jerusalem bestellt und hat gesagt: Kommt alle daher, wir wollen heute nochmal richtig gut zusammen sein. Denn heute werde ich dann zu meinem Vater nach Hause gehen. Und sie haben zusammen gegessen in Jerusalem, sie haben Zeit miteinander verbracht. Und Jesus hat sie erinnert, was sie alles schon für gemeinsame Sachen erlebt haben, was wichtig ist. Und er hat zu ihnen gesagt: Wenn ich jetzt zum Vater gehe, dann verzweifelt nicht, denn ihr seid doch gut gerüstet. Ihr wisst, was ihr den Menschen an guter Botschaft mitgeben könnt. Ihr habt alles schon durch mich erfahren. Und weil wir ja Menschen sind und oft auch ein bisschen vergesslich, hat er dann die Jünger aus der Stadt herausgeführt, nach Bethanien, so heißt es in der Geschichte. Da war es etwas freier, in der Stadt sind mehr Häuser, wenn man am Land ist, auf einem Dorf, da kann man mehr Himmel sehen, da ist mehr Weite. Und dort hat er jeden einzelnen Jünger gesegnet, er hat jedem einzelnen die Hand aufgelegt. Und das habe ich bei manchen Gottesdiensten auch schon getan. Und viele, die einzeln gesegnet werden, das erinnern Sie sich vielleicht, die schließen dabei die Augen. Und Jesus hat jedem seiner Jünger noch ein persönliches Wort mitgegeben. Friede sei mit dir, hat er gesagt. Du bist Gottes geliebtes Kind. Friede sei mit dir. Denk daran, wie wir Speise erfahren haben in Brot und Wein, welche Kraft uns das gibt. Und jeder Jünger stand da mit so einem persönlichen Erlebnis, das er mit Jesus gehabt hat. Und im Lukas-Evangelium heißt es dann ganz schlicht: Dann wurde Jesus aufgefahren und die Jünger gingen mit Freude davon, weil sie wussten, was sie zu tun haben. In der Apostelgeschichte, so wie wir es gehört haben, da waren die Jünger ja erstmal noch ganz verzückt, berührt von dem im Nachdenken und haben gar nicht gemerkt, dass wieder diese Wolke erschienen ist. Erinnern Sie sich am Kantate-Gottesdienst? Die Herrlichkeit Gottes wird in der Wolke beschrieben, dass Gott zu uns Menschen kommt. Und in diese Herrlichkeit wurde Jesus Christus aufgenommen. Und das haben die Jünger dann begriffen. Und sie haben gemerkt,
Es liegt jetzt an uns, dass wir dieses Stück Himmel auf Erden, diese Herrlichkeit Gottes, auch bei uns spüren. Dass wir sagen können, es ist nicht nur der Herr auferstanden, sondern so, wie es die Engel den Jüngern gesagt haben, glaubt an ihn, lebt so, wie er gelebt hat, dann ist er ganz nah bei euch und ihr bei ihm. Dann ist das Stück Himmel rechts und links von uns, wenn wir hier diese Tüte, nehmen wir sie mal für unseren Glauben, mit dieser Liebe und das, was uns Gott an Kraft und Segen geschenkt hat, füllen. Wir brauchen sie nicht nur hängen lassen, dann passiert nichts. Wir brauchen uns, jeder von uns kann ein Stück Himmel auf Erden für den anderen sein. Und daran möchte uns Christi Himmelfahrt dieses Fest heute auch erinnern. Der Himmel auf Erden ist uns nah. Er nimmt uns hinein, unser Gott, in seine Liebe und in sein Wirken. Und auch wir dürfen es weitergeben. Amen. Für die Kinder, die dürfen dann beim nächsten Lied hier zum Bus kommen. Da haben wir so eine Tüte dabei, so eine Windtüte. Das heißt, ihr könnt euren Eltern auch immer wieder sagen, was ihr ein bisschen Schwung in das Leben bringt, in den Glauben, in die Familien. Und wer schon ein bisschen größeres Kind ist und ein Bild basteln will, ein Fensterbild, da ist auch eine kleine Himmelfahrtsfensterbildanleitung mit drin. Und jetzt singen wir ein Lied, das ihr auch alle könnt. 645, ins Wasser fällt ein Stein, denn manches muss ja klein beginnen. Ja, die Nicole geht, wer was dabei hat, wer nicht, ist auch nicht schlimm. Es war nur so eine Idee, weil wir vorhin, als wir kamen, gefragt wurden, gibt es denn einen Klingelbeutel? Ganz relaxed. Wir wollen heute einfach Gottesdienst feiern. So wollen wir auch noch miteinander beten. Und letzten Sonntag haben Sie es gehört. Es gibt vieles, was unserem Herzen liegen kann. Aber alles ist in dem einen Gebet eingeschlossen, das uns Jesus selbst zu beten gelehrt hat. Und das wollen wir jetzt hier am Brunnen miteinander sprechen, das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hätten wir heute einen anderen Gottesdienst, hätten wir bestimmt mit unserem Himmelfahrtsteam heute Segenstationen gemacht. Aber so nah dürfen wir uns doch noch nicht kommen. Aber ich würde Sie deshalb trotzdem einladen, dass wir alle uns selbst ein bisschen Segen zusprechen. Wir haben das schon mal in der Kirche gemacht. Schämen Sie sich nicht. Ich finde Segen auch einmal mit zeichenhaft zu empfangen. Es gibt einen wunderschönen Reisesegen. Das ist einfach was Gutes. Da müssen wir uns nicht irgendwie genieren. Und Sie kennen unser Lied, bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Und dafür gibt es einen schönen Segen zum Mitmachen. Könnt ihr mich alle sehen? Manche können das auch schon. Machen Sie einfach mal mit. Strecken Sie Ihre linke Hand aus. Das ist mein Licht. Ich beschütze mein Licht. Mit der rechten Hand um die linke fassen. Also das ist mein Licht. Ich beschütze mein Licht. Dann schließen Sie die Hände zusammen und eine Schlangenlinie und es bewahre, gehe meinen Lebensweg. Ich schöpfe aus der Quelle
und erfrische mich, wasch mir den Händen über meinen Kopf mit dem schönen Quellwasser. Ich bin frei wie ein Vogel. Jetzt mache ich die Hand gerade und gesegnet, bis ich an meinem Brustkorb ankomme. Wir üben es nochmal. Das ist mein Licht. Ich beschütze mein Licht. Ich gehe auf meinem Lebensweg und schöpfe aus der Quelle und erfrische mich. Ich bin frei wie ein Vogel und gesegnet. Und mit diesen Bewegungen gehen jetzt ganz wunderbar das Lied Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Das klappt jetzt wunderbar. Das singen wir auch zweimal hintereinander. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie mir alle gesund und froh. Der nächste Gottesdienst ist nochmal online. Wir sind noch am Pflastern. Pfingsten wird es 2 Gottesdienste in der Kirche geben und danach wahrscheinlich an einem anderen schönen Ort. Den geben wir aber noch überraschungsweise bekannt, wie das alles klappt. Dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen.